Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz der SG Dynamo Dresden vor dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Essen. Die SGD ist am Samstag um 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße zu Gast. Darüber möchten wir heute mit unserem Cheftrainer Markus Anfang und Mittelfeldspieler Patrick Weihrauch sprechen. Markus, zunächst starten wir wie immer bei dir. Du kennst den Ruhrpott aus deiner Zeit als Spieler auf Schalke und in Duisburg bestens und warst auch in dieser Saison schon einmal in Essen und hast das Spiel gegen Saarbrücken verfolgt. Was erwartet deine Mannschaft am Samstag in Essen? Ja, erstmal hallo zusammen. Ja, also ich kenne die Region recht gut. Das Stadion selber ist ja modernisiert worden. Es war, als ich da war, gegen Saarbrücken eine richtig gute Stimmung in dem Stadion. Man hat auch gemerkt, dass die Fans die Mannschaft auch nach vorne gepeitscht haben. Und das wird doch auf uns zukommen. Es wird eine Mannschaft sein, die gerade zu Hause noch mal leidenschaftlich kämpfen wird, alles dafür tun wird, ihr Tor zu verteidigen und nach vorne immer wieder schnelle Konteraktionen zu haben. Haben jetzt in den letzten zwei Heimspielen, sind sie jeweils mit 3 Punkten rausgegangen, haben gegen Saarbrücken gewonnen, haben gegen Aue gewonnen, haben, glaube ich, gegen Ingolstadt auch gepunktet. Also es wird schon schwer sein, da an der Hafenstraße was zu holen. Danke dir, Markus. Nun zu dir, Paddy. Ihr habt am vergangenen Wochenende eine ganz starke Aufholjagd gegen Osnabrück gemacht. Was ziehst du und was zieht ihr als Mannschaft aus dem Sieg? Ja, ich denke, am ersten ist es halt, dass wir mit der Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, schon zufrieden sein können. Ich hatte auch das Gefühl, dass jeder Bock hatte auf das Spiel, dass jeder Bock hatte, den Ball zu haben. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir das mitnehmen und einfach das, unsere Prinzipien beibehalten. Und ich glaube, mit nach der Aufholjagd können wir mit einer breiten Brust hinfahren und einfach unser Spiel durchziehen. Vielen Dank auch dir, Paddy. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Die erste Frage hat Jens Umbreit, Radio Dresden. Trainer, dann würde ich mal mit der üblichen Frage anfangen. Personelles Update für Essen. Gibt es Veränderungen im Kader im Vergleich zum Osnabrück-Spiel? Ja, ob es jetzt Veränderungen gibt, müssen wir halt auch morgen entscheiden. Aber grundsätzlich ist das Personal so geblieben, wie es auch gegen Osnabrück war. Da hat sich nichts geändert. Die nächste Frage. Timotius Eimert, Sächsische Zeitung. Da würde ich dann nochmal nachfragen. Niklas Hauptmann, gab es eine zweite Untersuchung oder sollte nochmal eine Zweitmeinung eingeholt werden? Wie sieht da der Stand aus? Wie geht's ihm? Ja, Haupe hatte nochmal neue Einlagen bekommen jetzt und ist jetzt schon wieder im leichten Lauftraining, aber mit Laufschuhen, war jetzt noch nicht auf dem Fußballplatz mit Fußballschuhen. Da muss man auch von Tag zu Tag schauen, wie sich das entwickelt, aber die Tendenz ist positiv, aber es reicht halt noch nicht, um ein Mannschaftstraining mitzumachen, geschweige denn, um am Wochenende zur Verfügung zu stehen. Nochmal. Und noch eine Nachfrage. Robin Becker ist jetzt wieder ins Training eingestiegen. Kurz vor zu ihm, was würde der Mannschaft bringen und ist er schon so weit, dass er im Kader stehen kann? Ja, da müsste jetzt wirklich noch einiges passieren, wenn wir Robin mitnehmen wollen, weil das Risiko ist dann doch schon noch da, dadurch, dass er halt so lange ausgefallen ist. Und er merkt auch jetzt, dass er, wo er jetzt am Mannschaftstraining dran teilnimmt, dass ihm natürlich noch ein bisschen was fehlt. Das ist auch logisch, wer so lange ausgefallen ist. Deswegen müssen wir da ein bisschen behutsam mit ihm umgehen und ihn nach und nach aufbauen. Wir sind halt froh, wenn er dann mal eine komplette Trainingswoche mit der Mannschaft gemacht hat. Dann wissen wir auch, auf welchem Level er ungefähr ist. Nächste Frage. Dem Schlegel, bitte. Die hatte sich eigentlich schon damit erledigt, die wollte ich nämlich genauso stellen. Vielleicht aber dann trotzdem noch eine andere Trainer. Patrick hat es gesagt, man kann natürlich mit breiter Brust spielen. Man hat ja auch gerade in der Offensive so richtig, gerade in der zweiten Halbzeit, dann für Power sorgen können. Wie geht man jetzt nach Essen? Sie haben es angesprochen, also da ist eine gewisse Wucht, die auf einen zukommt. Muss man da überlegen zu sagen, vielleicht dann doch erstmal, dass die defensive Grundordnung stimmt, dass man dort also nicht in Rückstand gerät? Oder macht man es so, wie Paddy gesagt hat, einfach das Spiel wie gegen Osnabrück durchziehen? Ja, es ist halt ganz gut, dass es auch mal so gefragt wird. Ich bin ja, egal wie die Spiele auch vom Ergebnis ausgegangen sind, versuche immer sehr realistisch das Spiel auch an sich einzuschätzen. Und
wenn wir Spiele hatten wie in Duisburg, habe ich gesagt, wir haben keinen guten Fußball gespielt. Wir haben uns heute die Punkte erkämpft in Aue, wir haben uns die Punkte erkämpft. Und da war wenig fußballerische Szenen dabei. Und in Bayreuth, das war in der ersten Halbzeit einfach richtig schlecht. Und jetzt war es halt so, dass wir gegen Osnabrück über 90 beziehungsweise mit der Nachspielzeit 95 Minuten oder 94 Minuten ein richtig gutes Fußballspiel gemacht haben. Und wir sind trotzdem 2-0 in Rückstand geraten. Und keine Situation gewesen, wo wir klassisch ausgespielt worden sind, sondern wir haben ein Eigentor gemacht und wir haben eine Standardsituation kassiert. Aber wir haben den Fußball, den wir spielen wollen, den haben wir von der ersten bis zur letzten Minute durchgezogen. Und das ist auch, glaube ich, das, was Paddy eben meinte, dass wir einfach von dem, was wir machen, auch 100% überzeugt sein müssen und müssen unser Spiel da durchbringen in Essen bei aller Leidenschaft, bei aller Lautstärke vielleicht in dem Stadion. Wir müssen bei uns bleiben und müssen unseren Plan durchziehen. Und das haben wir, glaube ich, ganz gut im letzten Spiel gemacht zu Hause. Wir haben nichts geändert in der Halbzeitpause. Wir haben die Dinge genug klar angesprochen, was wir vielleicht im vorderen Bereich noch ein bisschen besser machen können, nämlich die Bälle mehr in den 16er vom Gegner reinzuspielen, um auch Torraumszenen zu bekommen. Und das haben wir gemacht. Und wir haben viele oder fast alle Tore über Flanken dann am Ende gemacht oder zweite Bälle, wo wir dann da waren, weil wir gut nachgerückt sind. Und diese Elemente brauchen wir halt von der ersten Minute an. Das war vielleicht das Einzige, was in der ersten Halbzeit nicht so 100% war. Alles andere war gut und wir müssen dahin fahren und müssen mit diesem Selbstvertrauen auftreten, dass wir ja auch in den letzten Wochen viele Punkte geholt haben und dass wir auch so ein Spiel, weil wir uns treu geblieben sind, gegen Osnabrück gedreht haben. Das ist das Wichtigste. Jochen Leimert, Dresdner Neueste Nachrichten. Wir kennen ja Patrick vor allem eben als zentralen Mittelfeldspieler. Nur hat er gegen Osnabrück auch von der Seite Impulse setzen können. Dann kamen die Flanken, dann kam das Tor. Eine neue Rolle für ihn? Am besten fragen ihn selber. Ja, der Trainer entscheidet. Er kann sich ja natürlich auch gerne äußern dazu. Ja, also ich finde, dass er gleich schon was dazu sagen kann, aber ich glaube halt, dass grundsätzlich so ist, dass wir unabhängig davon, das gibt immer wieder mal Situationen, wo einer vielleicht dann vermehrt auf der Seite an Spielen kommt, aber das ist jetzt nicht die Aufgabe nur von ihm gewesen, die Seite zuzumachen, sondern für ihn war auch die Aufgabe, sich im Ballbesitz dann auch in den Räumen zu positionieren. Und wir brauchen halt Spieler, die eine gewisse Ballsicherheit haben, die auch Aktionen nach vorne starten. Und da ist es dann am Ende nicht so entscheidend, ob er dann am Flügel ist oder ob im Zentrum ist. Und da hat er freie Hand, da kann er sich frei bewegen. Und da müssen dann die anderen in die Positionen halt rein. Und diese Variabilität, die wir, glaube ich, gegen Osnabrück eingebracht haben, die hat uns dann auch geholfen. Und jetzt kann der Paddy was dazu sagen. Ja, ich spiele lieber im Zentrum. Im Endeffekt fühle ich mich außen auch wohl. Wir haben eine gewisse Flexibilität gehabt. Manchmal ist dann der Andi rausgegangen, ich bin ins Zentrum gegangen. Wir waren da echt sehr flexibel und ich glaube, es war auch für Osnabrück nicht einfach, uns zu verteidigen. Deswegen, ob ich jetzt dort rechts spiele im Zentrum, wenn wir so frei sind und uns das dann auch so ein bisschen, je nachdem, wie man sich gerade fühlt, manchmal will man sich den Ball abholen, dann geht man eher ins Zentrum, manchmal will man mehr über außen spielen, wenn das so flexibel ist, dann ist das, fühle ich mich da super wohl. Nächste Frage, Jens Umbreit. Patrick, da würde ich mal ganz gerne anknüpfen. Ich würde mal sagen, die Saison bis jetzt vielleicht auch mit Licht und Schatten, aber ich hatte schon den Eindruck, das Osnabrück-Spiel hat auch dir besonders gut getan. Jochen hat es gerade schon gesagt, auch gerade mit den Vorlagen, mit den Flanken hast du gemerkt, naja, auch für dich selbst, für dich persönlich könnte Osnabrück so eine quasi Initialzündung gewesen sein, dass du jetzt vielleicht auf Touren kommst? Ja, ich hoffe es natürlich. Ich habe mich davor auch gut gefühlt, aber das war jetzt schon so ein Spiel, wo ich auch viele gute Aktionen nach vorne hatte, mit einer Vorarbeit, mit ein paar guten Bällen. Und ja, klar, man hofft sich immer, dass so ein Spiel dann auch der nächste Schritt wieder ist, dass man sagt, okay, kontinuierlich bleibe ich auf diesem Niveau und da möchte ich natürlich am Wochenende weitermachen. Tim Schlegel. Da würde ich mich gleich nochmal anschließen. Ich gehe mal davon aus, dass es dir natürlich auch entgegenkommt, wenn das so ein Spiel ist, wo tatsächlich Fußball gespielt wird und nicht eher man damit beschäftigt ist, irgendwo defensiv zu hängen und nicht über die Mittellinie zu kommen. Ich glaube, das kommt dir schon auch sehr entgegen. Ja, auf jeden Fall. Also man hat dann auch gesehen, dass wir auch echt viele gute Ballstationen hatten, dass viel Bewegung drin war. Ich hatte auch das Gefühl, wie ich vorher gesagt habe, dass einfach jeder den Ball haben wollte. Das war dann auch extrem schwierig für Osnabrück. Ich glaube, die hat nicht wirklich Zugriff. Und ja, mit Ball ist es natürlich für jeden Spieler, der so ähnlich ist wie ich, das Schönste.
Sind noch Fragen offen? Jens? Genau, welche Klaviatur haben Sie denn diese Woche gespielt? Letzte Woche haben Sie gesagt, na, Sie haben schon mal auch die härtere Linie gefahren. Wie war es denn in dieser Woche? Wir müssen ja eigentlich die Spieler beurteilen, aber ja. Ja, vielleicht sollten das die Spieler beurteilen. Ja, es war eine bisschen kürzere Woche als die letzte. Es war kein großer Unterschied zur letzten Woche. Es war genauso viel Feuer drin. Wir brauchen uns nicht ausruhen, weil wir jetzt mal über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht haben, sondern es geht immer weiter. Und deswegen war kein großer Unterschied zur letzten Woche. Timotheus Eimert, Sächsische Zeitung. Anfang, wenn ich meine Fußballfachkompetenz das zulässt, haben Sie gegen Osnabrück ja das System gewechselt und haben mit einer Viererkette gespielt. War das auch vielleicht so eine Erkenntnis dann, dass diese Dreierkette, die man über viele Spiele gespielt hat, oder Dreier-Fünferkette, dass das vielleicht nicht die richtige Wahl des Systems ist für die Mannschaft oder für die Spieler, die man zur Verfügung hat? Paddy, was soll ich jetzt antworten? Ich möchte es nicht beantworten. Es ist halt, naja, also es ist schwierig. Wir haben auch in den letzten Wochen nicht immer nur in einer Ordnung gespielt. Wir haben es auch immer wieder gewechselt. Und wir haben jetzt gegen Osnabrück auch immer wieder gewechselt. Also es war jetzt nicht so, dass wir klassisch nur eine Viererkette gespielt haben oder eine Dreierkette, also für uns ist es Einer- oder Zweieraufbau. Das ist halt immer je nach Spielsituation, was gerade passt, wo die Jungs sich am wohlsten fühlen und da gehen sie dann rein. Und das haben wir vom ersten Spieltag an schon immer wieder gemacht. Und wir haben jetzt nicht wirklich System gewechselt, sondern wir haben einfach eine Variabilität mit reingebracht, dass die Spieler unterschiedliche Räume besetzen können. Und das sieht dann vielleicht mal so aus, das kann man vielleicht so deuten, aber es ist eigentlich fließender Übergang für uns und für die Jungs, glaube ich. Jochen, du hast noch eine Frage? Max Kulter hatte seinen ersten Einsatz von Beginn an in dieser Saison, hat sein Spiel sehr gut gemacht. Sie haben ihn selber gelobt in der Pressekonferenz. Hat der Junge auch eine Chance, in Essen zu spielen? Ja, ich habe, was heißt gelobt, ich bin darauf angesprochen worden, dass er eine solide Leistung gebracht hat. Und ich fand die Leistung von allen Spielern nicht solide, sondern von allen Spielern richtig gut. Und Kulter hat auch für mich ein gutes Spiel gemacht. Ich glaube, dass bei allen Jungs, die auf dem Feld gestanden haben, so dieses Gefühl aufgekommen ist, dass sie Spaß an dem haben, was sie gemacht haben, dass das auch transportiert worden ist nach draußen. Dass wir, wie Paddy es auch gesagt hat, dass wir jede Spielsituation lösen wollten. Und das war bei Kulla auch der Fall. Und er hat ein gutes Spiel gemacht und das ist für mich jetzt auch kein Grund, irgendwo zu sagen, wir müssen jetzt zwangsläufig was ändern, um einfach was zu ändern. Wir haben morgen noch ein Training, dann gucken wir uns das Training an und dann werden wir für uns entscheiden, wie viel wir denn tatsächlich ändern werden. Tim Schlegel. Da schließe ich mich gleich nochmal an, wenn Sie sagen, personell hat sich nichts geändert. Wie viel halten Sie von dem Spruch, never change a winning team, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert? Wenn man die letzten Wochen gesehen hat, haben wir immer gewechselt. Also bin ich, glaube ich, auch mal gefragt worden, ne? Spielen wir jetzt genauso weiter? Das gibt es irgendwo, um eine gewisse Stabilität reinzubringen in eine Mannschaft. Ich finde das bei einigen Mannschaftsteilen schon wichtig, dass man da versucht, so eine gewisse Stabilität reinzubringen, dass die Jungs halt auch aufeinander abgestimmt sind und vielleicht mal ein paar Spiele hintereinander zusammen machen. Allerdings bin ich halt auch Trainer und muss auch den Leistungsgedanken leben. Und wenn sich im Training einer, jetzt haben wir eine kurze Woche gehabt, aber wenn sich im Training einer aufdrängt, der ein richtig gutes Training macht und ich sage, ja, aber wir haben ja letzte Woche gewonnen und ich werde jetzt definitiv nichts ändern. Ja, was ist denn das für ein Ansporn für die Jungs, die jetzt momentan nicht gespielt haben? Also ich muss halt immer die Tür auflassen und das ist auch für uns auch gut so. Und wenn sich da einer anbietet, der es dann besser macht im Training, dann muss er auch die Chance bekommen, zu spielen. Es gibt aber auch mal Situationen, wo es taktisch halt nicht passt, wo du dann taktisch vielleicht ein bisschen was anderes machen musst. Jochen? Noch eine Frage an den Patrick. Der Trainer ist schon gefragt worden, hat schon Beziehungen, Berührungen mit Essen gehabt, war selber schon da. Hast du schon irgendwelche Kontakte gehabt? Hast du schon mal dort gespielt? Gibt es irgendwelche Anekdoten, irgendwas, was du über den Club sagen kannst? Kann ich gar nichts sagen. Also ich habe überhaupt keine Berührungspunkte gehabt. Ich kann mich auch an kein Spiel dort erinnern. Deswegen wird mein erstes Spiel in Essen und gegen Essen.
Okay. Sind jetzt noch Fragen offen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann gibt es zum Abschluss wie immer von mir noch ein paar Infos zum Spiel. Anstoß ist, wie bereits gesagt, am Samstag um 14 Uhr. Es werden aus bekannten Gründen etwa 1500 Dynamo-Fans mit an die Hafenstraße reisen. Der Heimbereich ist ausverkauft, deshalb sind ungefähr 19.000 Zuschauer werden erwartet. Die Tageskassen werden am Spieltag dementsprechend nicht geöffnet sein. Die Partie wird live im Öffentlich-Rechtlichen übertragen, beim MDR und WDR, genauso wie bei Pay-TV-Anbieter Magenta Sport. Und zu guter Letzt noch der Dynamo-Nachwuchs spielt am Wochenende wie folgt. Während die U19 und die U17 keine Ligaspiele aufgrund einer Länderspielpause austragen, haben die U16 und die U15 jeweils ein Heimspiel. Die U16 empfängt am Sonntag um 12 Uhr Hertha 03 Zehlendorf und die U15 hat am Samstag um 11 Uhr Tennis Borussia Berlin im Sportpark Ostra zu Gast. Vielen Dank für euer Kommen, euer Interesse, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank auch an euch beide. Bis dahin, ciao.